Willkommen zurück zum Let's Play Darkspore. Wir sind jetzt dabei, uns in die letzten Gefechte zu stürzen. Die Missionen rund um den Planeten Nummer 6 haben begonnen. Bevor wir uns da allerdings großartig ins Gefecht stürzen können, müssen wir noch ein paar Helden aufrüsten. Wir müssen uns nämlich immer so 2 bis 3 Gruppen parat haben, denn wir haben da ja mittlerweile entdeckt, dass da immer verschiedene Klassen kommen jetzt und nicht immer dieselben. Was das Ganze dann natürlich ein bisschen schwieriger macht. Setzen wir auf Stärke. Ja, ich bin gerade sehr gut dabei. Boah, da kann ich die Stärke. Okay, das kostet mir viel Geisteskraft, ne, das lasse ich. Das würde allgemein einen Boost bringen. Wenn ich das noch anbringen könnte auch. Das war hier angebracht, okay. Ja, ich versuche immer die alten Teile damit zu ersetzen, habt ihr sicher bemerkt. Oh, das kostet Gesundheitsstärke, Geschicklichkeit. Oh Gott, das lassen wir. Das allerdings wäre nett zu haben, ja. So. So viel zu dieser Gruppe, damit wird ja auch aufgerüstet. Ich glaube, die anderen sind da ja einigermaßen fit beieinander. Sind alle 50. Hier auch. Also so rund Level 50. Die hier gucken auch drunter herum. Jinx, Blitz und Savage. Nicht Savage. Ach Gott, wie hieß der Typ? Das kostet mir Geisteskraft und Energie, aber die bringe ich sicher anderswo wieder rein. Und so einen schönen Bonus auf kritische Treffer bekomme ich selten wo. Es ist aktuell ausgerüstet. Ich auch am neuesten Stand. Es ist 4 Stufen niedriger und hat bessere Werte, darum sage ich ja. Mich hat schon wieder jemand eingeladen, in die Party beizutreten. Tut mir leid, das muss ich ablehnen. Singleplayer Let's Play schon fast am Ende. Ja, okay. Dann hatten wir dann noch Blitz und Arborus. Ich wusste irgendwie so ähnlich wie Absurdus, hört sich an, aber. Na gut, Arborus, dann schauen wir mal, was wir für dich haben. Ja, netter Bonus, komm schon. Was haben wir hier? Es ist schon ausgerüstet. Hier sind wir auch schon beim Besten. Hier auch. Okay, müssen wir so lassen. Aber das ist eh mächtig genug. Und dann fehlt noch Blitz. Sollen wir so speichern, ja? Okay. Blitz. Mal schauen, was wir da haben. Die haben eine Waffe. Okay, die ist ausgerüstet. Auf Kosten von Gesundheit und Energie alles andere steigern. Und dafür noch ein paar Stufen absinken. Hört sich doch gut an. Wenigstens aber dann nicht mehr diese komischen Klauenhände-Teile, Dingen so. Da bin ich. Es kostet Energie, gibt aber massig Gesundheit. Hier gibt es nochmal einen Gesundheitsboost. Ich hoffe nur, dass ich jetzt nicht über meine Kosten drüber komme. Hat doch um einiges. Oh Gott. Okay, dann lassen wir diese Veränderung aber im
das habe ich verändert vorhin, genau. Ja, da bleibe ich drunter. Okay, dann habe ich zwar nicht so viel Gesundheit, aber doch mehr Energie. Und das kann dann, glaube ich, auch so lassen. Ja, jetzt habe ich 3 Top-Gruppen. Hat nicht mal 5 Minuten gedauert. Ich bin höchst erfreut darüber. Könnte noch 3 Helden freischalten. Da hat sich ja auch niemand mehr gemeldet dann. Arachna, Lumen, Titan. Da haben wir noch Krell, Andromeda, Meditron, Savage. Nächste Enden sind dann auf Stufe 17 verfügbar und wir sind auf Stufe 16. Ja. Also dann auf ins Gefecht. Spieler spielen die weitere Kampagne. Wir haben nur noch 3 Missionen, Leute. Das ist vielleicht die letzte Aufnahme, wenn alles ohne Fehler, ohne irgendwas läuft. Schauen wir mal. Gut, dass ich die Teams jetzt nochmal durchgemischt habe, oder? Welche Bedrohung erwartet uns denn? Psi, Plasma, Quanten, Bio. Ich habe keine Truppe, die irgendwie besonders überwiegend wäre. Da habe ich nur einen Gegner, da habe ich 2. Da habe ich nur dasselbe Spiel. Zweimal dieselben Typen verbaut, das ist sehr genug. Da habe ich auch 2 Gegner und da auch nur einen. Es bleibt sich egal, ich nehme jetzt die Gruppe. Die hat, glaube ich, auch das höchste Durchschnittslevel. Und damit packen wir es. Bin ich mir ziemlich sicher. Nach der Bombardierung kam es auf der Oberfläche zu vereinzelten Schlachten. Diese Region, die Wüstennekropole, hielt sich lange Zeit tapfer und besiegte zahllose Darkspores. Doch am Ende war deren Übermacht zu groß. Die Verteidiger wurden überrollt. Na dann. Ich muss den Schüssen ausweichen hier von dem Strahltheoid. Der ist ja langsam genug dafür. Aber ich nicht schnell genug anscheinend. Obwohl ich die Kräfte von Maldry hätte. Naja. Das ist der Wahrscheinlichkeitsangriff. Achso, die Seelenverbindung, genau. Ich habe ihn ja auch jetzt nur für den Anfang genommen. Weil er als einziger der Gift-Typen in dieser Gruppe ist. Oder Nekrotypen. Fähigkeit benötigt ein Ziel. Und der einzige, die den Vorteil hat, dass gegen alle Typen hier gute Chancen hat. Ja, wir nähern uns übrigens auch dem Winter, das heißt, also wir nähern uns dem Herbst jetzt. Das heißt, es kommt auch die Zeit der Verkühlungen, der Krankheiten. Und ihr werdet es vielleicht merken, ich klinge auch leicht verschnupft. Bin es mittlerweile auch. Bin meistens einer der ersten, der krank wird für den restlichen Herbst, Winter meiner Ruhe. Bislang hat sie mich noch nicht erwischt. Zumindest nicht so schlimm, dass ich nicht arbeiten gehen könnte oder so. Hoffentlich bleibt das auch so. Kommst du her da? Super.
ja die Gamma-Version vom Alträger, sich wundert. Da haben wir was ausgetauscht, deswegen haben wir den ja. Nur zur Erinnerung. Mich wundert es ehrlich noch, wie wenige Leute Darkspore sich gekauft haben, aber wie viele doch die Let's Plays schauen im Verhältnis. Also, wir hören nach 6-4 jetzt hier auf, aber wenn ihr es unbedingt weiterleben wollt, dann empfehle ich euch unbedingt, dass ihr das selbst durchspielt. Weil, es ist das Geld auf jeden Fall wert. Obwohl, wenn ihr noch eine Weile wartet, kommt es vielleicht Play for Free raus oder so. War ja bei Battleforge auch nicht anders, hat Electronic Arts ja auch gesagt, okay, innovatives Sammelkartenspiel, ganz groß. Mächtig, mächtig, wird viele tolle Sachen geben. Hat 50 Euro gekostet, ich hab's mir am Erscheinungstag noch gekauft. Und ein Jahr später war es dann auf einer GameStar-DVD drauf. Als Vollversion des Monats, weil es jetzt Play for Free ist. Also Free-to-Play, so. Und das, da kam mir dann auch etwas, lächerlich vor. Schließlich, ich habe 50 Euro bezahlt. Klar, die Play-for-Free-Spieler bekommen nicht den Bonus von 3000 Battleforge-Punkten am Anfang. Und jedes Bonuspack, das man sich kaufen kann, hat ja auch, glaube ich, 2000 Punkte gebracht. Aber da hätte ich mir schon was einfallen lassen für die, die es gekauft haben. Oh, okay. Für die, die es gekauft haben, dass sie noch irgendwie einen Bonus bekommen. Zum Beispiel die ganzen alten Kartensets freigeschalten oder keine Ahnung. Denn gerade die alten Kartensets, die ja ziemlich beliebt waren auch. Die, also man konnte ja Karten nur überhaupt bekommen, wenn man sie gekauft hat. Durch Booster oder eben von anderen Spielern, die sie doppelt oder mehrfach hatten. Bei die, genau, und Problem war folgendes, die konnte man nur gegen echtes Geld kaufen. Wenn man Spiele gewonnen hat, hat man zwar auch Karten bekommen, aber das waren Erweiterungen für die eigentlichen Karten. Wenn man die nicht hatte, Pech gehabt. Jetzt war es so, man konnte zwar Karten, die man doppelt hatte oder so, auch versteigern oder verkaufen. Allerdings die man selber oft genug hatte, die hatte jeder andere auch oft genug. Das heißt, dieses Konzeptsystem von wegen, ja, ich habe die doppelt, ich tausche die, dafür gibt es nur was anderes oder bezahlst mir diese Battleforge-Punkte eben, die hat nicht wirklich funktioniert. Na toll. Was war der? Geht doch. Energieverräte. So. Ja, Golat ist jetzt schon ausgefallen, das gefällt mir nämlich weniger. Aber wir haben den Overdrive, das ist sehr gut. Oh Gott. Hey, eine weiße Kapsel. Die beleben ja gefallene Helden wieder, das heißt, ich habe Goliath wieder. Und das bedeutet gleich noch eine Erweiterung für den Hörer. Oh, und gerade ein Mutationserreger, das ich noch rausbringe. Wechseln. Komm schon, besiegt das Teil der Wolke doch. Die Elite-Viecher können sich jetzt eingraben, gehen ist mir doch total. Nein, ich kann noch nicht mal wechseln. Ah, jetzt. Puh, das war knapp. Viel zu knapp für meinen Geschmack.